So, hallo, so, ne, ist besser, glaube ich, ja, ich glaube, ja. So, ich bin in Tündram angekommen, 22 Kilometer, eigentlich wahrscheinlich nur wieder 20, ich bin aber noch rumgelaufen, weil ich nicht wusste, wo ich bleiben sollte, hab mir so ein paar Bed and Breakfasts angeguckt, das rum ist so ein Hotel, ja, und bin dann wieder zurückgekommen und habe mich für das hier entschieden, ja, ist recht teuer. Aber gut, kann man nichts machen. Der Mann, der ist ganz nett und ja, kleines Zimmerchen hier, zwei Betten. Also wenn noch einer Zeit hat, kommt vorbei, hier ist noch ein Bett frei. Dusche ist direkt hier, das ist ein bisschen blöd, das Klo ist auf dem Flur. Aber ja, so ist es halt. Ja, kann man mit leben. Nach den zwei heftigen Nächten auf dem Campingplatz, ich bin ja... Einen Tag bin ich in Inverarnon, heißt das glaube ich, bin ich geblieben an der Weinglasfarm, weil es war so ein Scheißwetter gestern, es hat nur geregnet, da habe ich gedacht, ne, da tue ich mir nicht an, bin ich nicht gelaufen, bin ich da geblieben, es war allerdings auch recht sehr langweilig, weil da ist halt nichts, ja, deshalb bin ich da geblieben, aber das, ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei, mein Zelt schwimmt weg. War dann aber gar nicht so, also es ist dafür, ich hätte eigentlich das Schlimme erwartet, das war recht trocken, ich muss nur manchmal mit Klopapier so ein bisschen den Boden nachwischen, ja, und dann war es auch wieder gut und es war sehr stürmig, ich habe echt gedacht, oh, gleich reicht es ein, jetzt hat es so zusammengebogen, also es war schon echt heftig, aber es ist alles stehen geblieben, größtenteils alles trocken geblieben, ja, dann bin ich heute Morgen aber trotz Regen weiter marschiert, es hat aber nicht den ganzen Tag geregnet, immer nur mal so stückweise. Das war eigentlich ganz gut zum Gehen. So hin und wieder auch, kam auch die Sonne raus. Ja, und dann bin ich mal losmarschiert hierhin nach Tündram. Genau, so hieß es. Ich weiß es schon nicht mehr. Naja, der Weg war eigentlich gar nicht so schwierig. Allerdings ist an manchen Stellen, war der durch den starken Regen gestern halt alles überschwemmt. Und teilweise auch der Weg weggespült, sodass es dann schon auch wieder ziemlich steinig wurde und man schon gucken muss, wo man hintritt. Ja. Dann habe ich noch irgendwo da hinten, wo sitzt der Rucksack anscheinend drauf, oder habe ich mir was eingeklemmt, nervt, das merke ich dann immer bis in den kleinen Finger, das war recht unangenehm. Aber jetzt geht's auch wieder. Ja, gerade war ich kurz hier oben, da ist so ein, der Ort. Ja, es sind nur ein paar Geschäfte, was heißt ein Laden, ein paar Restaurants, weil ich essen. Heute habe ich mal keinen Burger gegessen, auch keine Fritten. Heute gab es Curry mit Chicken. Ja, das war ganz lecker und vor allem dieses Brot dabei, das war der absolute Burner, das war richtig gut. Ja, und da habe ich auch zwei Leute wieder getroffen. Ein älterer Herr und eine ältere Dame, die gehen auch den Weg und da habe ich irgendwann mal gedacht, ich hätte sie jetzt ganz verloren, aber ich sehe sie immer wieder und sie muss auch schon lachen, wo sie mich sah. Ja, die kommen, habe ich mal nachgefragt, die kommen aus Kalifornien, total, total nette Leute. Dann habe ich heute Morgen, hatte ich welche, die kamen, zwei Frauen, die kamen aus Schottland, die waren auch total nett, mit denen bin ich dann auch einen Großteil oder die ersten 10 Kilometer zusammen gegangen. Die kommen aus St. Andrews hier in Schottland. Ja, die waren echt super nett. Mit denen habe ich mich ein bisschen unterhalten. Ja, und dann sind die nachher aber Richtung Crianlarich und dann sind die nach Hause gefahren und ich bin dann weiter Richtung Tündram. Ja, das war ganz nett. Dann hat mich vorhin noch beim Essen eine Frau angesprochen. Die kam aus Westengland. Also heute war echt ein Tag, wo ich viele nette Leute getroffen habe. Es hat Spaß gemacht, obwohl ich heute irgendwie nicht so gut drauf war. Ich kam nicht richtig voran. Meine Füße haben wehgetan, der Rücken hat wehgetan, irgendwie hat alles wehgetan. Ein bisschen jammern muss man ja auch mal. Ich jammer nur. Nee, aber es ist ganz okay. Und ich habe auch nicht mehr so einen weiten Weg vor mir. Alles wird gut. So, nachdem ich da zwei Cider getrunken habe, schon nach dem ersten habe ich mich ein bisschen besoffen gefühlt, habe ich noch ein zweites getrunken und ich hätte eigentlich auch noch da bleiben können. Hatte ich bei irgendwie... So war ich so in Laune. Naja, aber ich habe gesagt, da gehe ich mal nach Hause. Ich habe das Frühstück für morgen 8 Uhr bestellt. Und ich bin jetzt eigentlich auch ziemlich müde. Deshalb, das Beste ist, hier gibt es einen Trockenraum. Deshalb habe ich gleich mal all meine Pröttel gewaschen und da aufgehangen. Da ist wie Sauna da drin. Da ist bestimmt 30 Grad. Das ist schon echt nicht schlecht.
meine ganzen hier Regensachen, die sind alle schon trocken. Jetzt habe ich noch ein paar Shirts gewaschen, die hängen auch da und ich hoffe, dass die noch trocken werden bis morgen. Aber bei den Temperaturen wahrscheinlich schon. Naja, dann hoffen wir mal, dass morgen besseres Wetter wird. Und dann geht's morgen los nach Inverurin. So sieht's aus. Bis dann. Gute Nacht. Ach, heute ist übrigens der 16. Das ist ja immer so schwierig zu erkennen auf dem Blog. Hier gibt's nämlich übrigens wieder kein Wi-Fi. Aber ich hoffe, morgen. Morgen gehe ich nämlich in ein Hotel oder wenn ein Platz frei ist, nach Inverurin. Und wenn nicht, dann muss ich halt wieder campen. Also, wir sehen uns morgen.